Wie ist die Stimmung nach so einem Spiel? Ihr habt sich zeitlich super gewirkt und haben wir nicht die Zweite? Total beschissen. Also, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, der hat wieder gesehen, dass wir einen riesen Aufwand betrieben haben. Ich glaube, dass wir auch recht attraktiven Fußball gespielt haben oder zumindest so aufgetreten sind, wie sich die Leute wünschen. Ja, dann in der einen oder anderen Situation haben wir einfach wieder einen mega Pech, glaube ich. Ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter oder ein besseres Gefühl haben, geht der Schuss von Ali wahrscheinlich rein, dann ist es der Zentimeter, der dafür reicht. Ja, und am Ende ist es dann halt, ja, wir haben wieder alles aufgemacht, haben uns den Arsch aufgerissen und ja, ich glaube, das ist dann halt am Ende einfach auch ein bisschen, am Ende dann einfach der Glaube verloren gegangen ist nach dem 4-2 dann letztendlich. Kann man da irgendwas Positives mitnehmen für Bochum? Ich glaube schon, also ich glaube, dass wir phasenweise Freiburg komplett dominiert haben, also auch fußballerisch. Und die spielen eine Liga höher. Wir haben uns, glaube ich, auch also generell einfach jeder den Arsch aufgerissen und haben einfach alles rausgehauen, was wir konnten. Haben uns halt einfach wieder nicht belohnt. Also das ist halt eigentlich das einzige Manko, dass wir hinten, glaube ich, dann am Ende die Tore wieder irgendwie ein bisschen zu billig bekommen und dann vorne halt einfach, ja, im Moment nicht kaltschneidig genug sind. Das kommt dann halt wieder alles auf das eine. Wie will man den Turnaround, diese Kehrte schaffen? Habt ihr euch mal zusammengesetzt, die Mannschaft, die analysiert die Situation und gesprochen, wie man es ändern kann? Ja, nicht nur einmal. Also ich glaube, dass man jetzt auch wieder eine Besserung gesehen hat von dem ganzen Auftreten her. Was einfach fehlt, sind die Resultate, dieses Erfolgserlebnis, was uns einfach so dieser Befreiungsschlag ist. Und ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt einfach fehlt, damit du dich da einfach auch für diesen Aufwand, den wir jetzt wieder betrieben haben, einfach belohnen und auch mal wieder mit einem guten Gefühl vom Platz gehen. Ja, die Zuschauer, die haben uns auch wieder honoriert, die haben uns auch wieder 90 Minuten überragend unterstützt und es ist halt doof, man weiß nicht, was man dazu sagen soll, man kann halt einfach nur sagen, dass wir jetzt Sonntag wieder die Möglichkeit haben, da geht es dann um Punkte, dass wir da mindestens genauso das wieder abliefern müssen wie heute. Dann ist es hoffentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann endlich klappt, dass wir dann auch endlich wieder die 3 Punkte holen. Aber es wird immer mehr Frage des Kopfes, ne? Also irgendwann. Das macht es nicht einfacher, die Situation. Ne? Wir sind ja keine Maschinen, keine Roboter. Ne? Also das geht uns ja auch alles nahe. Und jeder hat bestimmt selber schon eine Situation erlebt, wo man dann, wo es nicht so läuft für einen persönlich. Und dann kann man halt nur gemeinsam da rauskommen. Es ist schwierig. Keine Frage. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir da in der Kabine sitzen und wir schaukeln uns die Eier und sagen, das ist uns egal, wie es hier aussieht. Das geht uns alle ziemlich nahe und kotzt uns auch alle am meisten an. Und alle haben den Ernst der Lage auch begriffen. Davon gehe ich aus, ja. Also so wie wir hier alle auftreten, denke ich, kann man das schon so sagen, dass sich alle überall reinhauen und nicht nur wir auf dem Feld, sondern auch die auf der Bank, das Trainerteam, alle, die drumherum sind. Ich habe das schon gemerkt, dass wir jetzt